Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartagram. Heute gibt es mal wieder ein neues Reaction-Video. Und zwar reagiere ich heute auf ein Video, das viral gegangen ist, mehr oder weniger, von dem YouTuber Carehut, welcher sehr viele Bartagram-Videos hochlädt. Er ist ein Kanadier, kommt aus Kanada und lädt von dort aus Videos von seiner Bartagram hoch. Er hat hier seit 5 Jahren den Kanal und seit 3 Jahren lädt er regelmäßig, also mehr oder weniger regelmäßig, Videos hoch. Und ja, dieses eine Video hier ist besonders viral gegangen, sage ich jetzt mal, mit 50.000 für seine Verhältnisse sehr viel. Wir schauen uns das jetzt an und viel Spaß beim Video. Let's go. Werbung. So. Also Freunde, ihr wisst Bescheid. Einmal ein Abo dalassen und ein Like, wenn es euch gefällt. Teilen die Videos, um mich zu unterstützen. Let's go. Worms, but really, that's it. Anyways, there aren't that many live options here that I can find, so we don't really have like roaches, because they're illegal. And then I've been trying to find silkworms for the past like 3 years. But anyways, because of the lack of variety, and also we can't get roaches here because they're illegal, I've decided to go for the next best option, which are bugs that are dead, which is a good alternative to live insects if you can't find them. And it's a good way to add variety to your lizard's diet, but I wouldn't recommend. Also der Kollege hat jetzt gesagt, die haben in Kanada nicht so ganz die Option von der Varietät her, viele verschiedene Optionen zu haben zum Füttern. Neben leichten Insekten haben die zum Beispiel auch keine Kakerlaken oder so. Ja? Und darum versucht er jetzt hier irgendwelche Optionen zu finden. Und ja, deshalb der Videotitel Dragon Dries New Foods. Jetzt schauen wir mal, was für Foods der da am Start hat. I recommend strictly feeding live bugs. Käfer. Dead bugs. Tote. Because they don't move. Ui. And you can't gut load them. And they don't really provide that much enrichment, because cheese really likes to chase them around. Okay, die jagt die gerne. Also, schauen wir mal, was hat er hier? No sponsor, but cheese really liked the ones I got for her last time. Alles klar. So, Flukers ones. She doesn't like the Zoom-In ones. I don't know why. Cheese. Auf jeden Fall ein spannender Snitch-Stil. But Snitch. She likes the Snitch Steel. One, so I usually buy that for her, so I didn't get the pro bum. And then they also had centipedes, so I didn't get them. They were like $70, and I was just, so now that I've spoken like for 3 hours, genau, hab ich mir gerade auch gedacht. Spulen wir mal. Table and plates for cheese, because I think really quarantine is just getting to my head. I'm just losing it. Okay, er ist in Quarantäne und es reißt ihm den Kopf förmlich ab. Maybe quarantine is really getting to my head. Was haben wir jetzt hier? Now, should I keep this? Okay. Or whatever they're called. Okay, das Karton that. Oder so. She doesn't have a yukata. Sieht ein bisschen aus wie Radieschen in ganz lang oder so. We have to make her a yukata. We also have these, the fact. Okay. Was eat für you. Ah. Somebody wants a dog. What if she's looking at you? Hi. Look at the plate I made you. Don't look. Wie kann es 53.000 Aufrufe haben, Freunde? Ich will auch. Look at her, she's ugly. She's disgusting. Dinner date with cheese. Okay, die Party heißt scheinbar Cheese. Cooler Name. Das ist das Thumbnail. Wasser. Mhm. Mhm. Bisschen romantisch machen, klar. Und eine Anzeige schon wieder. Ey. Das ist ein Cut, das ist ein Cut. Diese Stelle wurde rausgeschnitten. Merken Sie, gute Produktion. Mhm. Let's go. Was ist. Oh! Sieht aus wie eine Schabe. Like it, right here. Es scheint tot zu sein. Also Freunde, schreibt an der Stelle mal gerne in die Kommentare, was für Futter eure Bartis so fressen, um mir ein bisschen Ideen zu geben. Vielleicht könnte ich auch mal, wenn Spike wieder wach ist, so vielleicht im März oder im April, wann auch immer er aufwacht, vielleicht im Februar, keine Ahnung, was ich ihm dann füttern könnte. Ne? Einfach mal Ideen reinschreiben und ja, let's go. Schauen wir mal Bilder von Kakerlaken kurz. You like this as well? Das Blatt, ja moin. No, okay. Wenn du das jetzt frisst, dann gut. Okay, Freunde, hier nebenbei Kakerlaken.
sehen nicht ganz aus wie Schaben. Also Bruder, wir wollen das nächste. Was frisst er als nächstes? This taking too long. Ja. Ja. Ma'am. She's reading the kitchen. Ma'am, you need to sit and wait. Bitte was? Was genau war das jetzt? Black Soldier Fly Loaf Salad. Okay, Salat. Oh, toll. Oops. Look, here, I'll move the table to you. Hand feeding. Was ist das jetzt? Können wir mal kurz in den Kommentaren schauen, um was genau es sich hier handelt? We don't have roaches because they are illegal. Kakerlaken sind illegal in Kanada. I just imagine Canada banning roaches and throwing them in jail. I'm dying. Mhm. Ich glaub's auch. Do you have eyes? The only virtual bearded dragon owner experience ML. Lizard. Alles klar, Bruder. Da steht's nicht drin. Mies. Naja. Okay. Ma'am. Also es handelt sich hier um totes Futter auf jeden Fall. Ne, die haben wohl nicht ganz so die Option zur Lebenden gerade. Mhm. Ob er das frisst? Er hat's gefressen. Wie frisst er das? Der Spike wird niemals sowas anrühren, wenn es tot ist. Nur Salat. Ja, Bruder, gönn dir, ist alles für dich. Will sonst eh keiner. Ja. Alter, hätte dir vorher jemand gesagt, was es ist, du würdest es nicht essen. Nicht. Nein. Nein. Würdest du nicht. Nein. Das sind Ochsenhoden. Zusammengeschmolzen. Und rustikal gebraten. So, als nächstes. Was haben wir? Okay. Richewom Ting. Okay, Reiswurm. Also, Reiswurm Ting. Ich schau mal, was ein Reiswurm ist. Reiswurm, das ist alles klar. Es wird später eine Art Motte und es ist eine Reismotte, okay. Und es sieht dann so aus. Reismotte, Reiswurm. Moment, ich schalte kurz die große Kamera an. Einen Moment. Geh hier. Schaut, das ist ein Reiswurm, eine Reismotte auf der linken Seite. Abonnieren nicht vergessen und liken. Freunde, jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Yeah. Yeah. Can you see? Habt ihr schon geliked übrigens? Look. Wollt's nur kurz sagen. Hm. Scheint ihm zu schmecken. Mhm. Ist immer noch so eins? Alter, sieht so ekelhaft aus. Das ist eine Reismotte aber jetzt. Warum legt er ein Blatt drunter? Wenn man das Essen abschmieren muss, dann ist es doch kein Insekt mehr. Dann ist es doch nicht mehr lecker. Wenn du ein Insekt abschmieren musst, dann ist es einfach vergammelt, okay? Das ist verfault. Bruder, was gibt's jetzt? Was gibt's jetzt denn? More? Crunchy Silkworm Puppies. Okay, es sind scheinbar ganz junge, rustikale, knackige Silchwurms, Würmer. Gut, gute Übersetzung auf jeden Fall. Sieht schon wieder aus wie eine Schabe. Ja. Also diese Puppen sind es dann, ne, die sich verpuppen. Also nicht Puppies, sondern kleine, sondern also ne, Puppen. Alles klar. Der frisst ja alles. Guckt ihr euch mal an, wie fett und verfressen. Boah. Schnell weg. So, was gibt's jetzt? Och du Scheiße, das ist jetzt aber echt ein Ochsenzimmer. Das ist ein Ochsenzimmer oder ein Blutekel. Oh God, why is eins von beiden muss es sein. Look like that. Deflated Silkworms. Okay, das sind wohl erwachsene Silkwürmer. Okay, ich schau mal kurz nebenbei, was ist. Jeez. You ate the plate. Als ob der das Blatt einfach frisst. Hat er den jetzt gefressen, oder? Okay, er ist runtergefallen, deshalb. Boah, der ist zu groß. Der ist zu groß. Der weiß nur. Ekelhaft. Das sieht aus wie Spikes Code. Ey, der kann doch nicht sowas fressen. Hier nebenbei. Nebenbei. Silkworms. Auf Deutsch, Silkworm heißt Seidenraupe, Seidenraupenzucht.
Silkworm breeding. Alright. Well, guys, when you're American or Canadian or USA in general, just leave a subscribe. And yeah, you know, I'm pretty good in speaking English now. My vocabulary is spreading out like the breeding of bearded dragons, yeah, because of me. And yeah, that's it. Nebenbei bemerkt, sieht ein bisschen aus wie die Farbe von Spike, so diese Bartagram hier, die übrigens Cheese heißt. Schau mal, was gibt's jetzt noch? Wie, was gibt's da? I watch you. Was frisst du? Schon wieder eine Anzeige. Was ist denn bei dir? Cut in 3, 2, 1. Das ist ein Cut. Das hier ist ein Cut. Sie sehen keine Werbung. Das ist ein Cut. Es bringt nichts, die Kamera zuzuhalten. Nein, nix, ey. So. Jetzt gibt's Skorpione. Oder? Waren es Skorpione? Brrr, Skorpion. Alles klar, ist ein Skorpion. Du frisst doch keinen Skorpion jetzt. Du kannst doch jetzt keinen Skorpion fressen. Also, Freunde, schreib mal rein. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt alles hintereinander füttert. Also, das kann doch jetzt nicht sein. Da muss doch hier ein Tag Abstand sein. Moment, ich muss kurz hier. Moment, Freunde, ich muss kurz hier. Kommt da noch was Besseres? Okay, jetzt, Freunde, jetzt ist wieder gut. Tut mir leid, Entschuldigung, wirklich. Ich entschuldige mich. Tut mir leid. Jetzt gibt's Gurke, oder? Er frisst die Dinger immer noch, ey. So, I think she's had a fun time. She ate everything. Actually, I didn't. I'm surprised. She seems to like everything. Also, er sagt jetzt, er ist sehr überrascht, dass sie, übrigens sie, die Cheese, die Käse, alles gefressen hat. Er ist sehr überrascht und ich auch übrigens, dass es alles geschafft hat. Sie, ja, alles geschafft, sogar die ganzen Skorpione aufgefressen. Die ist selber nicht mal so groß wie ein ausgewachsener Skorpion, je nachdem von welchem wir reden. Naja, ich rede wohl gerade eher von Human. Naja, was soll's. Schauen wir mal noch, ob da noch was kommt hier. Jetzt zeigt er noch seine Fische. Ja, die jucken uns natürlich auf dem Bartagram-Kanal nicht. So, Freunde, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Reaction. Wenn ihr mehr Reactions haben wollt von mir, dann schreibt's gerne rein und auch welche Videos ich zum Reagieren benutzen soll. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen guten Abend. Das Video lade ich jetzt direkt hoch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Bleibt gesund, morgen viel Spaß in der Schule und ja. Like da lassen, Abo da lassen, das Video teilen, um mich zu verbreiten. Ich möchte der Boss der Bartagram sein in ganz Deutschland und ich möchte die Welt verändern.